Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hausbau-Video. Ja, ihr seht heute mal wieder ein ungeschnittenes Hausbau-Video, einfach weil ich zum einen wenig Lust hatte zum Schneiden, ich hatte zum anderen noch wenig Zeit. Und ich habe mir gedacht, weil die Rohaufnahme nur eine halbe Stunde lang war, werde ich da einfach noch gar nicht groß anfangen, irgendwie am Hausbau-Video rumzuschneiden. Ja, beim besten Willen, das hätte sich wirklich nicht gelohnt. Es sei denn, es wäre irgendwie gewollt gewesen, dass man hier nachher irgendwie so ein 5-Minuten-Video hat. Ich meine, habe ich auch schon veröffentlicht. Aber ich glaube, 5 Minuten wären wir dann doch ein kleines bisschen zu wenig. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, einfach nur beschleunigen, wird schon passen. Ja, wir bauen heute ein Basecamp-Haus. Ich habe mir gedacht, dass ich das Ganze so ein kleines bisschen minimalistischer einrichte. Ich weiß nicht, ob mir das so gut gelungen ist. Auf jeden Fall haben wir sehr wenig Deko rumstehen, werden wir alles nachher noch sehen. Wir haben wenige Farben, wir haben hauptsächlich eigentlich Schwarz-Weiß und Rot. Aber ich weiß nicht, ich finde irgendwie, das Ganze passt ganz gut zusammen. Es passt auch, wie ich finde, einigermaßen gut hier nach Windenburg in die, ja, so ein bisschen in die landschaftlichere Gegend. Ist ja eigentlich so ein bisschen so ein Widerspruch an sich, dass wir halt hier so ein modernes Haus haben in der Natur. Aber ja, nur Natur muss ja nicht heißen, dass da irgendwelche, weiß ich nicht, kleinen Hexenhäuschen rumstehen. Und irgendwelche anderen kleinen Häuser. Also ich meine, da kann ja trotzdem noch alles Mögliche an Häusern rumstehen. Und das Ganze haben wir hier auch. Was wir hier auch haben, ist Platz für einen einzigen Sim. Ich weiß, ist nicht besonders viel. Normalerweise sage ich ja, okay, es hat Platz für einen Sim und vielleicht noch einen zweiten. Also da haben wir dann meistens ein Doppelbett, dann haben wir auch wirklich zwei Sims Platz. Hier allerdings nicht. Wir haben hier nur Platz für, ja, halt einen Sim. Und wir haben auch hier nur ein einziges Einzelbett. Aber ich habe mir gedacht, würde ja auch mal passen. Ich meine, ich mache es normalerweise immer so, wenn ich gerade etwas kleinere Häuser baue, dass er halt zumindest ein Doppelbett reinkommt, damit rein theoretisch noch ein zweiter Sim drin Platz hat. Aber habe ich jetzt hier einfach mal nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, ja, Komfortzone, irgendwann muss man da auch mal raus. Und dann ist es halt hier wirklich nur ein Haus für ein Sim. Ja, ihr seht, dass wir auch hier hinten Platz für den Pool haben, also so tiny ist das Haus dann wiederum doch nicht. Ihr seht, dass ich hier außerdem ja so einen kleinen. Wie heißen denn die Dinger auf Deutsch so wirklich? Ich glaube, die haben tatsächlich keinen guten deutschen Namen. Also, ich habe zumindest gelesen, dass man die häufig Infinity Pools nennt, weil es halt quasi so aussieht, als ob die ja endlos wären. Ich glaube, am meisten findet man die auf Hochhäusern, habe ich gesehen. Habe ich jetzt vor ein paar Wochen tatsächlich angeschaut. Da gab es so ein paar ganz gute Dokus zu. Ich glaube, in Dubai stand das, was ich da angeschaut habe. Ja, da gab es auf jeden Fall ganz, ganz viele von diesen Pools auf den ganzen Hochhäusern und ich fand es ja ziemlich beeindruckend aus. Trotzdem muss ich sagen, ich würde mich nicht trauen, dort drin rumzuschwimmen. Zum einen habe ich unglaubliche Höhenangst. Ich glaube, ich würde die ganze Zeit schreien in diesem Pool rumschwimmen. Ich würde wahrscheinlich vergessen, wie man schwimmt vor lauter Angst und ich glaube, der Anblick könnte irgendwie witzig sein, aber für mich wäre das Ganze wahrscheinlich nicht witzig. Also, ich würde es lieber lassen, aber jetzt gerade, wenn der Pool so ein kleines bisschen auf dem Boden steht, dann was heißt ein kleines bisschen, der Pool steht ja komplett auf dem Boden, da könnte ich es mir ja noch eher vorstellen, da drin, ja, quasi zu schwimmen. Wir werden jetzt hier außen noch so eine kleine, ja, Randverkleidung quasi basteln. Wollte ich als erstes nicht, aber ich habe mir gedacht, vielleicht wurde ja das hier so gemacht, damit sich so ein kleines bisschen besser in die Gegend quasi einfügt. Vielleicht wurde das deswegen gemacht oder ich weiß nicht, weil gesagt wurde. Und vielleicht war der Zaun hier auch von Anfang an da. Und da wurde quasi das alte Haus abgerissen und dann hat man dafür dieses Haus hier, ja, hingepackt. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Also ihr seht, wir haben hier doch einigermaßen viele Möglichkeiten, wie das Ganze hier zustande gekommen ist. Ja, ich werde jetzt hier noch so ein kleines bisschen mit dem Toolmod die ganzen Säulen verschieben. Die Säule hier werde ich nachher löschen, einfach weil ich selber gemerkt habe, dass es irgendwie keinen so wirklichen Sinn ergibt. Ja, da hatte ich so ein paar Probleme mit dem Fundament, habe ich aber auch alles hingekriegt. Mir ist es vorher nie aufgefallen, dass wenn man diese eigentlich ganz normalen Blumenbeete nach oben verschiebt, dass die quasi noch ein bisschen was unter sich haben. Hört sich jetzt ein kleines bisschen komisch an. Aber wenn man die nach oben verschiebt, sieht man halt, dass die ein bisschen höher sind und nicht ganz so flach, wie die halt immer ausgesehen haben. Ja, war eine sehr schöne Entdeckung. Ich habe hier versucht, das Ganze zu bepflanzen. Ich habe, was ihr ja jetzt hier seht, Pflanzen aus dem Dieback genommen. Ich glaube nicht, dass ich die schon mal irgendwo verwendet habe, vielleicht irgendwo mal aus Versehen, aber so wissentlich tatsächlich noch nie. Ich weiß nicht, ich fand die eigentlich ganz schön. Ich habe dann hier noch so eine rote Pflanze platziert.
Weil ich mich nämlich daran erinnern kann, dass ich mal in einem anderen Hausbau-Video gesagt habe, dass die Pflanze sehr schön aussieht, dass ich die aber jedes Mal vergessen werde. Und ja, jetzt habe ich sie dieses Mal ausnahmsweise mal nicht vergessen. Dann haben wir hier außerdem noch ja, so einen kleinen Scheinwerfer, damit die Pflanze auch angeleuchtet werden kann. Auch wenn ich nicht genau weiß, warum man ausgerechnet so eine Pflanze anleuchten sollte. Aber gut, ich weiß nicht genau, ob die ganze Bepflanzung hier nicht ein kleines bisschen zu minimalistisch ist. Ich weiß nicht, ich hatte da irgendwie so ein bisschen Probleme, mir vorzustellen, wie man hier solche Blumenbeete anpflanzt. Ich meine, es ist halt immer so ein bisschen schwer, eine moderne Außengestaltung hinzubekommen, für mich zumindest. Weil ich da halt immer so ein kleines bisschen im, ja, im Zwiespalt quasi bin. Weil ich halt nie so genau weiß, okay, soll jetzt hier eine besonders, halt eine besondere Außengestaltung hin? Soll hier überhaupt eine Außengestaltung hin? Weil es kann ja sein, also für mich sind halt meistens Personen, die gerade in so einem Haus leben, die halt in einem sehr modernen Haus leben, vielleicht jetzt nicht gerade so die Naturfreundin Nummer 1, um es mal so auszudrücken. Und die haben vielleicht auch relativ wenig Lust, sich so wirklich um die Außengestaltung zu kümmern. Und deswegen sieht es halt immer für mich zumindest von meinen Gedanken immer ein kleines bisschen spärlich aus. Ja, ich habe auch schon durchaus mal versucht, da so ein kleines bisschen rauszukommen, aber hat bisher noch nicht so wirklich geklappt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt hier einfach das Altbewährte und es kommen einfach ganz wenige Pflanzen hin. Falls ihr denkt, dass da ein paar Pflanzen mehr besser aussehen würden, dann ja, immer, nee, ich wollte gerade sagen, immer zu damit, aber das macht keinen Sinn, immer, immer ran ans Bauen. Also generell, falls man irgendwelche Häuser runterlädt, wenn da irgendwas nicht passt, man kann es ja zum Glück sehr schnell umändern. Im Idealfall aktiviert man vorher den Cheap Move Objects, damit auch wirklich nichts ja, sich verschiebt. Das ist mir früher immer passiert. Ich habe da irgendwie selber nie dran gedacht, den zu aktivieren, warum auch immer. Da habe ich mich immer gewundert, warum die Leute solche komischen Häuser bauen, ja, in denen die ganzen Sachen so ein kleines bisschen verschoben sind. Dann habe ich irgendwann rausgefunden, es liegt nicht an den Leuten, sondern es liegt an mir. Wir sind jetzt hier mittlerweile im Eingangsbereich angekommen und werden den so ein kleines bisschen dekorieren. Der Eingangsbereich ist gleichzeitig auch das Wohnzimmer, rein theoretisch auch ein kleines bisschen noch das Esszimmer und auch irgendwie so ein kleines bisschen die Küche. Also wir haben hier wirklich alles in einem, also ja, ein großer Raum und da passiert dann noch alles drin. Aber ich finde trotzdem, dass man genug Platz hat. Ich meine, es kommen, also bei mir im Spiel zumindest, da kommen jetzt nicht so häufig Sims zu Besuch. Und wenn Sims zu Besuch kommen, ich meine, wir haben hier drei, wir haben zwei Sitzplätze. Ja, wir haben zwei Sitzplätze hier drin, dann haben wir noch ein Sofa. Und ich glaube, arg viel mehr Sims müssen sich auch die meiste Zeit gar nicht hinsetzen. Zumindest ist es bei mir so. Es sei denn, ihr habt irgendeine absolut riesige Familie und da kommen dann plötzlich 50 Leute zu Besuch. Dann könnte der Platz ein kleines bisschen eng werden. Ich habe auch hier versucht, so ein kleines bisschen mit den Vorhängen zu spielen. Mir ist bei den Vorhängen, die ich gerade platziert habe, leider Gottes aufgefallen, dass die nicht bis ganz ja, an den Boden reichen. Deswegen konnte ich die dann nicht verwenden. Ich finde ja, dass die, die ich jetzt gerade verwendet habe, irgendwie so ein kleines bisschen wie Papier aussehen. Also ich weiß nicht, das sind bei mir irgendwie solche Vorhänge, die in irgendwelchen Anwaltskanzleien hängen oder keine Ahnung, wo sonst noch. Ja, wobei, wir haben ja tatsächlich solche papierne Vorhänge. Ich kann mich daran erinnern, dass ich die auch bei den Vorhängen mal hier im Spiel gesehen habe. Aber ich weiß nicht, die sehen irgendwie für mich, die sehen für mich nicht so aus, als ob die aus einem angenehmen Stoff bestehen würden. Ja, deswegen habe ich mich bisher eigentlich immer so ein kleines bisschen davor gesträubt, die zu nehmen. Ja, aber in dem Fall ging es halt nicht anders. Und wenn ich mir das Ganze jetzt so anschaue, dann finde ich es eigentlich doch recht hübsch. Also ich bin doch ganz zufrieden mit der Auswahl, die ich hier getroffen habe. Ihr seht auch, dass wir hier jetzt noch ein Bild platzieren. Das ist eins von den Bildern, das ich selber gemacht habe. Also selber gemacht in Anführungszeichen. Ich habe eigentlich nur ein Bild von einem Bild im Spiel gemacht. Ja, und jetzt können es halt alle Leute nutzen, weil wir ja zum Glück mittlerweile die Fotografiefähigkeit und die ganzen Bilderrahmen und alles auch im ganz normalen Basisspiel haben. Ja, also falls ihr da so ein bisschen mehr Auswahl wollt, ich glaube, ich habe gerade sehr laut mit meinem Mund geschnalzt. Tut mir leid, falls es ein kleines bisschen laut war. Ja, falls ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr Auswahl haben wollt, dann ja, schaut einfach mal. Ich bin nicht die Einzige, die sowas hochlädt. Das machen ganz, ganz viele. Teilweise auch mit ganz anderen ja, Objekten. Also es gibt auf jeden Fall sehr viel Auswahl. Wir sind jetzt dann mittlerweile auch hier hinten beim, ja, beim Schlafzimmer in Anführungszeichen angekommen. Ich glaube, ich habe dieses Bett hier schon seit einiger Zeit nicht mehr verwendet. Bestimmt seit über 2 Jahren.
Und ich weiß nicht, wenn ich mir das Ganze so anschaue, irgendwie kann ich schon verstehen, warum. Es ist jetzt nicht wirklich mein Lieblingsbett. Ich habe das ganze Bett jetzt hier einfach nur genommen, weil es halt recht gut hingepasst hat. Auch der Teppich hier. Ich meine, wir haben so viele Teppiche im Spiel. Würde ich jetzt nicht gerade nur mit dem Basisspiel hier einrichten, dann würde ich auch höchstwahrscheinlich einen anderen Teppich benutzen. Aber weil wir halt hier nur mit dem Basisspiel, ja, spielen quasi, gibt es halt ausnahmsweise mal diesen Teppich. Wir haben außerdem, wie ihr schon seht, ein sehr, sehr kleines Badezimmer. Aber also ich habe es noch nicht getestet, aber sobald es hochgeladen ist, muss es getestet sein. Ich gehe mal schwer davon aus, dass alles funktioniert. Ja, außerdem habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass wir in der Küche nichts haben, um sich die Hände abzuwaschen oder das Geschirr abzuwaschen. Ist ein kleines bisschen doof, aber ich habe da ja keinen Platz mehr drin gefunden. Deswegen haben wir jetzt halt, ja, also falls eure Sims auf jeden Fall irgendwas abwaschen müssen, dann geht's für die Sims leider Gottes ins Badezimmer. Ja, wir haben auch hier draußen noch so ein kleines bisschen mehr eine Außengestaltung, also eigentlich nur noch drei Bäume und was, um sich in die Sonne zu legen. Wir haben ja mittlerweile auch Sonnenstühle im Basisspiel, die ja, habe ich hier auch platziert, zwei Stück. Falls ihr da noch irgendwas anderes wollt, ich weiß nicht, irgendeine kleine Sitzecke, ich bin mir ziemlich sicher, dass man die hier auch noch einigermaßen gut unterbringt. Ja, meine ID ist auf jeden Fall sissika-yt. Falls ihr euch das Haus runterladen wollt und auch noch irgendeins von meinen ganzen anderen Häusern, hat er zum Glück eine große Auswahl. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, nächste Woche, Freitag, wie immer.